Hallo zusammen und willkommen. Diabetes ist mittlerweile eine sogenannte Volkskrankheit. Unglaublich viele Menschen leiden früher oder später in ihrem Leben an Diabetes. Viele von uns wissen jedoch nicht, dass man nicht immer sofort Medikamente der Schulmedizin braucht, um Diabetes den Kampf anzusagen. Auch auf natürlichem Wege kann die Krankheit behandelt werden. Eines der natürlichen Mittel ist die Lorbeere. Diese kann tatsächlich gegen Diabetes helfen. Natürlich solltest du mit deinem Arzt über das Naturmittel sprechen. Doch als Ergänzung zu einer schulmedizinischen Therapie kann die Lorbeer sehr viel Gutes tun. Klar ist, dass du regelmäßige Untersuchungen beim Arzt oder dem Internisten brauchst, wenn du bereits unter Diabetes leidest. Doch was genau kann nun die Lorbeere tun und wie wirkt sie gegen die Krankheit? Was genau aber ist Diabetes eigentlich? Bei Diabetes handelt es sich um die Unfähigkeit oder Schwierigkeit der Bauchspeicheldrüse, das lebensnotwendige Insulin zu produzieren oder dieses zu verwerten. Aus diesem Grund erhöhen sich auf Dauer die Blutzuckerwerte. Prinzipiell gibt es zwei Diabetestypen, Typ 1 und Typ 2. Ist der Körper unfähig, das Insulin zu produzieren, spricht man von Typ 1 Diabetes. Eine tägliche Verabreichung von dem Hormon ist in diesem Fall notwendig. Meist tritt dieser Typ bei Kindern sowie Jugendlichen auf. Bei Diabetes Typ 2 kann der Körper dein Insulin nicht mehr richtig verwerten. Aus diesem Grund ist er in der Folge nicht mehr imstande, deinen sogenannten Blutzuckerspiegel senken zu können. Der zweite Typ tritt am häufigsten auf und wird durch Übergewicht, Bewegungsmangel und falsche Ernährung verursacht. Die Anzahl der Erkrankten steigt mittlerweile auf der ganzen Welt. Immer mehr Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an Diabetes und immer mehr Menschen haben Angst davor, irgendwann von der Krankheit betroffen zu sein. Heute gilt die Krankheit bereits als eine Volkskrankheit, denn man geht davon aus, dass rund jede 11. Person davon betroffen ist. Allein in den USA sind rund 9,4% der Bevölkerung von Diabetes betroffen, was eine unglaublich große Anzahl ist. Diabetes steht in den Vereinigten Staaten an der 7. Stelle der Todesursachen. Es ist also wichtig, dass du der Krankheit vorbeugst. Nicht nur Sport, sondern eine Vermeidung von Tabak sowie eine gute, gesunde Ernährung sind da natürlich entscheidend. Daneben gibt es aber auch noch einige Mittel aus der Natur, die zur Behandlung der Krankheit eingesetzt werden können und mit denen man Diabetes zudem gut vorbeugen kann. Eines dieser Mittel ist, wie eingangs erwähnt, die Lorbeere. Aber warum hilft Lorbeere gegen Diabetes? Die echte Lorbeere gehört zu den Lorbeergewächsen. Die meisten Menschen kennen den Strauch und seine Lorbeerblätter vor allem als Gewürz, das gerne zum Kochen verwendet wird. Doch nicht nur zum Kochen, sondern auch wegen der medizinischen Eigenschaften kann die Lorbeere verwendet werden. Das beliebte Lorbeerblatt wird meist in Soßen und Suppen verwendet. Wer Linsenkoch weiß, dass ein paar Lorbeerblätter einfach dazugehören. Medizinisch gesehen verwendet man die Blätter gerne bei Bronchitis, Grippe, Darm- und Magen-Darm-Beschwerden und bei vielen anderen Leiden. Im Kampf gegen Diabetes können die wertvollen Lorbeerblätter ebenfalls verwendet werden. Die hochwertigen Blätter enthalten sehr viele Antioxidantien, welche die Erscheinung der Krankheit des zweiten Diabetestypes lindern können. Wenn du Lorbeer einnimmst, kannst du damit die Zellschädigung durch die Bindung von freien Radikalen in deinem Körper verhindern. Auch die positive Auswirkung auf deine Bauchspeicheldrüse sollte erwähnt werden. Lorbeer unterstützt die Funktionsweise der Bauchspeicheldrüse und kann damit helfen, deinen Blutzuckerspiegel effektiv zu senken. Man verwendet in der Naturmedizin nicht nur die Frucht, sondern auch das Öl und die Blätter von Lorbeer. Gerne wird ein Tee aus den Blättern zubereitet oder man verarbeitet sie zu Öl. Die Eigenschaften von Lorbeer sind besonders gut für deine Gesundheit. Lorbeer kann die Verdauung stimulieren, wirkt schleimlösend, krampflösend, harntreibend und antirheumatisch. Wenn du Menstruationsbeschwerden hast, kannst du ebenfalls auf Lorbeer setzen. Die Blätter enthalten rund 50% von Ziniol, das besonders entzündungshemmend und schleimlösend ist. Sogar bei Appetitlosigkeit und Blähung kann Lorbeer zum Einsatz kommen. Was die wenigsten Menschen wissen ist, dass Lorbeer sogar gegen Nervenschmerzen, Zahnschmerzen und Rheuma seine Verwendung findet. Oftmals wird Lorbeer auch bei Burnout verwendet und sogar bei Angina und einer Mittelohrenentzündung. Einige Heilpraktiker empfehlen den Lorbeerblättertee sogar zur nebenwirkungsfreien Entkalkung von Blutgefäßen. In diesem Fall sollte man den Tee schlückchenweise innerhalb von 12 Stunden trinken und nicht auf einmal. Was Diabetes betrifft, so ist Lorbeer ebenfalls ein Wunder der Natur. Gegen Diabetes Typ 2 kann ein Aufguss von Lorbeerblättern verwendet werden. Diese Methode ist besonders beliebt und eine der einfachsten Möglichkeiten. Hierfür benötigst du 1 Liter Wasser und 1 Esslöffel frische Lorbeerblätter, was ungefähr 15 Gramm entspricht.
Die Zubereitung ist denkbar einfach. Zuerst solltest du das Wasser zum Kochen bringen. Verwende dazu einen weiten Topf. Wenn das Wasser den Siedepunkt erreichen konnte, fügst du einfach die Lorbeerblätter hinzu. Diese lässt du dann rund 5 Minuten kochen. Danach wird der Topf vom Herd genommen und für rund 10 Minuten sollte der Aufguss noch durchgezogen werden. Der Tee sollte nun über den Tag verteilt getrunken werden. Trinke jedoch nicht mehr als 4 Tassen am Tag. Das ist besonders wichtig, denn Lorbeer solltest du nur in Maßen zu dir nehmen. So wie bei Medikamenten der Schulmedizin auch, sollte Lorbeer nicht zu viel eingenommen werden. Die empfohlene Menge solltest du daher nicht überschreiten. Bei Lorbeer handelt es sich um eine Pflanze, die einen großen gesundheitlichen Vorteil zu bieten hat. Eine übermäßige Einnahme kann jedoch zu Nebenwirkungen führen. Die Nebenwirkungen können Hautausschläge, allergische Reaktionen und Reizung der Atemwege sein. Bei einer Überdosierung kann es auch zur Entzündung von der Magenschleimhaut oder Übelkeit kommen. Patienten, die unter Diabetes Typ 1 leiden, sollten den Aufguss ebenfalls nicht zu sich nehmen. Auch Schwangere und Menschen, die eine Blutgerinnungsstörung haben, sollten den Aufguss nicht verwenden. Auch Personen, die Beschwerden mit dem Herzen, den Nieren oder der Leber haben und Menschen mit Magengeschwüren sollten auf Lorbeer unbedingt verzichten. Wie du nun weißt, kannst du mit Lorbeer den Blutzuckerspiegel senken. Hat man bei dir jedoch bereits Diabetes diagnostiziert, darfst du die Medikamente, die dir von deinem Arzt verschrieben werden, nicht absetzen. Bei Lorbeer handelt es sich praktisch um eine Nahrungsergänzung, das zahlreiche Vorteile zu bieten hat und mit Sicherheit nur eine unterstützende Maßnahme bei Diabetes sein kann. Auch das Öl von der Lorbeerfrucht kann verwendet werden. Das Öl weist eine durchblutungsfördernde Wirkung auf. Gerne wird es bei degenerativen Gelenkserkrankungen sowie bei kleineren Verletzungen des Bewegungsapparates verwendet. Außerdem hat das Öl den Vorteil, dass lästige Insekten, zum Beispiel Mücken und Motten, vertrieben werden können. Wegen der antibakteriellen sowie antimykotischen Wirkung des Öls können auch Kopfschuppen gut damit behandelt werden. Dafür zerkleinerst du einige Lorbeerblätter und legst sie in rund 100 ml Lorbeeröl ein. Lass die Mischung einen Tag ziehen und massiere danach deine Kopfhaut mit dem Öl. Wickle danach ein warmes Handtuch um den Kopf und lass das Öl rund 30 bis 60 Minuten einwirken. Danach spülst du das Öl gut aus. Du kannst auch einige Tropfen ätherisches Lorbeeröl in dein Shampoo hinzufügen. Auch mit diesem kleinen Trick kannst du effektiv deine Schuppen bekämpfen. Studien belegen, dass Lorbeer auch eine krebshemmende Wirkung zu bieten hat. Vor allem bei Leukämie konnten gute Erfolge nachgewiesen werden. Die Blätter können zudem dein Immunsystem stärken und wirken außerdem schmerzstillend. Damit deine Abwehrkräfte aufgebaut werden können oder begleitend zu einer Krebstherapie oder einer Blasenentzündung, wird eine sogenannte Lorbeermilch empfohlen. Dazu kochst du einfach 2 Lorbeerblätter in 500 ml Milch, am besten funktioniert hier Ziegenmilch, auf. Verwende dazu einen geschlossenen Topf und koche die Blätter sehr langsam bei mittlerer Hitze. Wenn die Milch kocht, nimmst du den Topf vom Herd und lässt ihn rund 20 Minuten abkühlen. Danach nimmst du die Blätter heraus und trinkst davon 3 Tassen täglich. Mit Lorbeer kann auch der Organismus gut gereinigt werden. Kalk und Ablagerung wird somit der Kampf angesagt. Sogar die Gelenke können davon profitieren. Wird eine große Menge von Ablagerungen aus deinem Organismus befördert, kann sich der Urin sogar rosa färben. Schmerzen in der Wirbelsäule, den Gelenken und Schmerzen bei Wetterveränderungen können komplett verschwinden oder sich bessern. Eine Lorbeer-Teekur für diesen Zweck solltest du im Frühjahr und im Herbst durchführen. Auch den Blutdruck kannst du durch den Tee und seine entkalkende Wirkung auf die Gefäße regulieren. Bluthochdruck tut unseren Gefäßen auf Dauer nicht gut. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Blutdruck zu regulieren und dafür zu sorgen, dass deine Gefäße durch einen zu hohen Blutdruck nicht angegriffen werden. Der Tee kann somit auch eine gute vorbeugende Wirkung aufweisen und ist somit perfekt für die Prävention von Bluthochdruck geeignet. Wer Lorbeerblätter räuchert, kann von der beruhigenden und wohltuenden Wirkung profitieren. Der Geruch ist unglaublich gut für Körper, Geist und Seele und wirkt auch sehr gut gegen Stress. Verbrenne 1 bis 2 Lorbeerblätter in einem feuerfesten Gefäß. Anschließend genießt du die befreiende und beruhigende Wirkung. Das Räuchern mit Lorbeer kann Stress abbauen und Verspannung lösen. Somit kannst du also auch äußerlich etwas Gutes für dich und deine Gesundheit tun. Vor allem vor dem Schlafengehen ist das Räuchern von Lorbeer eine gute Idee. Lorbeer ist daher nicht ohne Grund in vielen Räuchermischungen enthalten. Unser kurzes Fazit: Lorbeer ist nicht nur ein tolles Gewürz, mit dem du Eintöpfe und Salate verfeinern kannst, sondern kann auch effektiv etwas für deine Gesundheit tun.
Heute weiß man, dass das Naturmittel gut gegen Bluthochdruck sowie Diabetes Typ 2 helfen kann. Auch vorbeugen kann ein Tee aus Lorbeerblättern eingenommen werden. Wenn du schon Diabetes hast, solltest du den Tee jedoch nur als unterstützende Maßnahme verwenden und deine verschriebenen Medikamente selbstverständlich dennoch einnehmen. Sprich in jedem Fall am besten vor der Einnahme mit deinem Arzt darüber. Schwangere sollten Lorbeer in großen Mengen nicht zu sich nehmen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.